Ich hätte es nie gedacht. Aber Monster, Monster sind echt. Leute, und sie sind hier. Ich höre sie schon kommen. Ah! Puh. Zum Glück bin ich nur eingeschlafen beim Lesen von Nios Artikeln. Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, hi, reden wir doch mal über den Wahnsinn. Oder besser gesagt, über Michael Wendler. Der ist nämlich inzwischen auf dem besten Weg, so ein richtiger Pimp zu werden. Weil seine Frau, Laura Müller, zieht zwar schon länger blank, um die tief verschuldete Familie zu ernähren, die dennoch in den USA sehr luxuriös lebt. Doch jetzt könnten selbst die Wendlers noch tiefer gesunken sein. Weil auf einem Post auf Twitter deutete Michael Wendler an, dass seine Frau nun richtige Pornos drehen könnte. So schreibt der Micha. Sensation bei, den Namen sollte man auf YouTube besser nicht sagen. Dieses Angebot konnte Laura Müller nicht ausschlagen. Darauf haben Lauras Fans schon lange gewartet. Laura hat sich endlich getraut und gibt mit gleich zwei heißen Typen Vollgas im Bett. Und das Bild hängt ihr ein Bild von Müller an, die in schwarzer Reizwäsche starr nach oben in eine Kamera schaut. Neben ihr liegen zwei Männer, die jetzt auch nicht so aussehen, als hätten sie gleich ein Vorstellungsgespräch in einer Bank. Und das gleiche Bild teilt auch Laura Müller auf Instagram und schreibt dort: Ich habe mich getraut und meinen ersten Clip gedreht. Feuer-Emojis. Okay, da gibt es viel zu entpacken. Also nicht bei Laura Müller, die ist quasi schon seit einer Weile ausgepackt, aber das meine ich gar nicht. Worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass die Wendlers über die Jahre eine extreme Verschiebung erlebt haben. Zumindest was das Geschäftsmodell der Familie angeht. Denn als Müller als unbekannte Schülerin auf den Wendler traf, war er eben schon der große Schlagerstar mit regelmäßigen Auftritten im Fernsehen, mit Auftritten auf Mallorca und mit Werbedeals und viel Geld. Inzwischen ist Laura Müller die große Marke von den beiden, mit über 500.000 Followern allein auf Instagram. Sie nutzte geschickt die Bekanntheit des Wendlers, um sich selbst ins Rampenlicht zu bringen. Und wäre Michael Wendler nicht der Michael Wendler, dann wäre es wohl so eine richtig klassische Influencer-Promi-Whatever-Kombi-Geschichte gewesen. Aber Michael Wendler ist eben der Wendler. Und spätestens mit der Corona-Pandemie macht er halt auch eine ganz schöne Bruchlandung mit. Bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen, grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor. Ja, Wendler verlor wegen seinen wirren Aussagen zur Pandemie Werbedeals, Fernsehverträge und steigerte sich immer weiter in so einen richtigen Wahn hinein. Und ich persönlich finde schon schade, dass zum Beispiel Kaufland den Werbespot mit ihm zurückgezogen hat. Der hatte was. Bei Kaufland im Regal, da finde ich das, was ich brauche. Regal! Das ist einfach gut. Inzwischen führt der Wendler aber eben nicht mehr in den Supermarkt hinein, sondern nur noch juristische Abwehrschlachten, die er zudem meist verliert. Wir haben darüber in einem anderen Video auch schon mal gesprochen. Der Wendler kündigte zum Beispiel aber auch 2021 an, dass im September alle Geimpften sterben werden. Und er war damit auch der Auslöser für den Kanalspruch "Bleibt untot". Ja, kein Scheiß, das kommt daher. Schatz! Schatz! Schatz, du musst in die Arbeit! Der Wendler hat gesagt, ich bin tot. Ich will nicht. Hui, langes her. Aber okay, ohne ins Detail einsteigen zu wollen. Für Michael Wendler machte die Karriere nie wieder eine positive Entwicklung mit. Er stürzte ab und blieb am Boden liegen. Aber gerade in dieser Situation zeigt sich auch die Genialität eines Michael Wendler. Und das meine ich total ernst. Denn der Wendler hat ein unfassbares Talent. Und zwar weiß er sehr genau, wie man Reichweite und Aufmerksamkeit erzeugt. Ist ein Medienprofi. Durch und durch. Und er spielt mit dem Boulevard und dem Internet wie eine Katze mit einer Maus. Und das ist die Dualität von ihm. Auf der einen Seite ist er sicherlich ein extrem guter Medienmacher und Manager. Gleichzeitig komplett verrückt. Der Wendler hat die Marke Laura Müller eben erst erschaffen, hat sie bekannt gemacht und mit ihr dieses Business aufgebaut. Und es wäre ein wirklich gutes Geschäft geworden, hätte er es nicht mit seinem Hintern wieder eingerissen. Denn eine Instagram-Influencerin mit 500.000 Follower hat einen gewissen Medienwert. Also ganz simpel nur kalkuliert, könnte Müller gut und gerne 5.000 Euro verlangen für einen einzigen Werbepost. Und gleichzeitig wäre sie halt Teil einer gesunden, mehr oder weniger seriösen Werbemedienlandschaft, die sich gegenseitig auch so ein bisschen befruchtet. Doch wer will halt Werbung machen mit einer Marke, die im Zusammenhang mit gesellschaftszersetzenden Inhalten steht? Mit Hass und Lügen? X, früher Twitter, ist halt da auch ein gutes Beispiel. Die Plattform wird zwar immer wichtiger in der rechten Szene,
aber immer weniger profitabel für den Besitzer Elon Musk, weil eben auch Twitter von Werbung lebt. News von Julian Reichelt oder Express in Österreich existieren zum Beispiel auch nur deswegen, weil reiche Einzelpersonen sie am Leben erhalten. Die beiden tragen auch ihre Kosten nicht aus eigener Kraft, auch wenn sie vielleicht andeuten, dass es anders ist. Für Michael Wendler gibt es diese Option aber nicht. Der hat halt keinen Sugar Daddy. Er ist der Sugar Daddy. Aber er ist eben auch ein Experte und hat verstanden, dass eine Fanbase auch über ihren Werbewert hinaus für Einnahmen sorgen kann. Gerade eben, wenn das Produkt, das man verkauft, exklusiv und spannend genug ist, um es mit einem soliden Preisschild zu versehen. Für ihren Auftritt im Internet nehmen die Wendlers $35 im Monat, für eine Jahresmitgliedschaft $230. Und die Wendlers sind schlau genug, ihre Inhalte wirklich gut zu bewerben und sie interessant zu halten. Auch wenn das, was sie liefern, gar nicht so besonders ist, weil selbst Pornografie im Internet, das ist ein Massenprodukt. Und wer das sehen will, der kann das sehen, ohne dafür einen Cent zu bezahlen. Aber das verkaufen die Wendlers halt gar nicht. Die verkaufen keine Pornografie. Sie verkaufen das Produkt Laura Müller. Den Namen, die Person. Und das macht es wieder exklusiv genug. Wie viel Geld die Wendlers damit umsetzen, schwer zu sagen. Aber durch die hohen Preise und das durchaus vorhandene Interesse dürfte es nicht wenig sein. Schätzungen gehen da aber wirklich weit auseinander. Von 20.000 Euro bis 200.000 Euro im Monat. Ist alles drin im Spiel. Habe ich alles schon gelesen. Aber egal, wo es am Ende landet, es ist so oder so viel Geld. Und damit eben sehr spannend für die Wendlers. Weil es Michael Wendler sich vielleicht nicht eingestehen will. Aber seine Karriere im Scheinwerferlicht, die ist vorbei. Und er arbeitet ja jetzt bereits mehr und mehr im Hintergrund als der Manager und die Werbeagentur für Laura Müller. Oder, wie man es vielleicht auch bezeichnen könnte, er verdingt sich so ein bisschen als Pimp. Aber das ist eben jetzt wirklich eine Sache der eigenen Meinung. Man kann sagen, dass es wirklich ekelhaft ist, dass der Wendler nur fürs Geld seine unschuldige Laura in die Pornografie getrieben hat. Man kann aber auch sagen, dass Müller als selbstbewusste und starke Frau mit sich selbst und ihrem Körper machen darf, was sie will. Und keinen Mann braucht, der ihr sagt, was für sie richtig und was falsch ist. Beides hat halt seine Existenzgrundlage. Ich persönlich, für meinen Teil, denke mir halt, ja, die Laura Müller ist halt eine frische Mama. Und die hat einen komplett entgleisten Wahnsinnigen im Haus, der jeden Tag daran arbeitet, neue Feuer zu legen. Natürlich nimmt sie die Möglichkeit wahr, für Sicherheit für ihre Familie zu sorgen. Wo sie nur kann. Und die Wendlers verharschen halt auch ihre Abonnenten durchaus regelmäßig. Sprich, sie deuten besonderes Erotik an und zeigen dann ihre Füße oder einen Babybauch. Oder tanzen dann einfach vor der Kamera. Und so könnte es eben auch hier sein. Was wird es sein? Porno, Musikvideo, eine Runde Schach? Na, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Und hier möchte ich einmal eine Seite zitieren, die ich immer nur dann lese, wenn es um die Wendlers geht. Wunderweib.de. Eine Boulevardseite, die zur Bauer Media Group gehört. Ein Verlag, der euch journalistische Meisterwerke wie Alles für die Frau, Auf einen Blick, Bravo, Freizeitwoche, In Touch oder auch TV Movie präsentiert. Dort gibt es natürlich auch einen Artikel zum neuen Wendlerbild. Und man textet dazu, sicher ist nichts. Denn obwohl sich das Bild und die Beschreibungen dazu eindeutig zweideutig lesen, ist nicht bestätigt, dass Laura Müller einen Pornoclip meint, wenn sie von Clip spricht. Ich denke nicht, dass es das ist, was einige vermuten, kommentierte eine Insta-Followerin Lauras heißes Bild. Ich lach mich schlapp, wenn es einfach eine Art Musik- oder Tanzclip ist mit etwas Sinnlichkeit. Nur wer ein Abo von Laura Müller hat, wird das Rätsel lösen können. Genau. Und das meine ich mit Genialität von Michael Wendler. Er bringt den Boulevard dazu, die Marke Laura Müller nicht nur immer wieder ins Gespräch zu bringen. Nein, er schafft es, dass dort aktiv für ihr Angebot geworben wird. Er ist in dem Bereich wirklich ein Genie. Weil niemand interessiert sich mehr für ihn, für seine Musik und für seine Auftritte. Wie gesagt, er will das noch nicht wirklich wahrhaben, aber das kommt noch. Gleichzeitig baut aber Michael Wendler gerade ein richtiges Geschäft auf, welches eben vor allem von seiner jungen, hübschen Frau lebt und die verkauft. Und weil das Internet eben das Internet ist, verkauft sich das wie geschnitten Brot. Und das ist eben etwas, was man verstehen muss. Wer Michael Wendler als Idioten abstempelt, der unterschätzt diesen Mann. Verrückt ist er sicherlich. Ja, aber eben nicht dumm. Und er versteht eben die Wirkweise zwischen Aufmerksamkeit, Provokation und Geld. Wir können eigentlich froh sein, dass er ins Pornogeschäft abzuwandern scheint.
Weil Michael Wendler spielt in dem Bereich ganz oben mit, in diesem proletigen Hass- und Fake-News-Boulevard, wo eigentlich aktuell nur sonst Menschen wie Julian Reichelt oder Richard Schmidt aus Österreich herumgeistern. Aber bringen wir ihn jetzt nicht auf falsche Gedanken. Ich sag fürs Zuschauen Dankeschön und jetzt nur noch lass ein Abo da bitte. Und natürlich freue ich mich über jeden Support. Egal ob auf PayPal, Ko-fi oder hier jetzt auf YouTube. Inzwischen gibt es auch hier wieder Kanalmitgliedschaften auf der Plattform. Das bespreche ich aber im Detail in einem eigenen Video, das ist ein bisschen komplex. Danke für eure Zeit. Und wenn ihr nochmal ein bisschen mehr über den Wendler erfahren wollt, hier geht es um seine juristischen Misserfolge. Schaut da gerne auch rein, wenn ihr es nicht kennt. Bleibt untot. Euer Wolfi. Bis bald.